Hey Leute, was geht? Heute wie angekündigt das Tipps und Tricks Video. Zufolge ist zu allen Rennen-Maps wie angekündigt. Und ich würde sagen, da wir alle keine Lust auf ein mega langes Video haben und ihr eigentlich nur die Tipps und Tricks wollt, legen wir direkt los. Fall Guys ist schon einige Tage draußen und manche Spieler versuchen immer noch verzweifelt einen Win zu holen. Also besprechen wir heute einfach mal Tipps und Tricks zu den neuen Rennen-Maps. Ausweichmanöver. Was man hier machen kann, ist ganz einfach am Anfang die anderen vorlassen. Denn wenn die anderen vorne sind, dann werden sie zuerst von dem Obst erwischt und das Obst berührt euch im besten Fall gar nicht oder springt einfach über euch. Ein weiterer Tipp auf der Map ist einfach auf der Seite laufen. Bis zum Ende immer schön an der Seite bleiben, weil da eigentlich fast nie das Obst hinkommt. Der Kreisel. Was man hier am Anfang machen kann, ist, sich von der Stange einfach hitten zu lassen, damit man sich nach vorne katapultiert. Damit ist man dann auch relativ schnell vorne und hat direkt einen Vorsprung. Danach kann man entweder hochklettern oder man macht einfach einen Double Jump auf diesen gelben Kasten, was einfach viel schneller ist als hochklettern und deswegen eigentlich immer ein Must-Go ist. Den nächsten Tipp kennen vielleicht einige schon, und zwar ist es bei dem Kreisel, der sich richtig schnell dreht, kurz vorm Ende. Und zwar kann man da einfach ganz links laufen und wenn man Glück hat, kommt man einfach so durch. Aber auch wenn man manchmal vielleicht Pech hat, kann man von der Turbine nach unten gedrückt werden und dann sozusagen in den nächsten Checkpoint einfach rollen. Ach ja, und für die Stangen am Ziel empfehle ich euch einfach die Kamera so zu bewegen, dass ihr die Stange immer seht. Dann könnt ihr immer abschätzen, wann ungefähr die Stange kommt und euren Sprung einfach anpassen. Die Wippe. Bei der Wippe kann es manchmal echt nervig sein, einfach so runter zu rutschen. Da empfehle ich euch einfach, in die mittlere weiße Linie einfach hinzuhechten. Denn wenn ihr hechtet, steht ihr manchmal auch einfach auf, obwohl die Wippe einfach komplett schräg ist und könnt dann irgendwie ganz langsam in Richtung Ziel laufen. Ansonsten empfehle ich euch hier einfach Zeit zu lassen, denn wenn ihr mit der Masse geht, werdet ihr sehr wahrscheinlich nach unten gedrückt und fallt dann im Endeffekt runter. Hindernisrennen. Bei Hindernisrennen gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick, und zwar am Ende, wenn ihr den Schleim hochlaufen müsst, bleibt einfach immer entweder ganz rechts oder ganz links, da können euch die Stangen nicht berühren. Schwindelnde Höhe. Hier ist es wichtig, immer mit den Drehscheiben zu laufen und nicht dagegen, also einfach immer in die Richtung laufen, wo die Pfeile hin zeigen. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, bei den zweiten Drehscheiben einfach nach rechts zu laufen, da der Weg bei der letzten Drehscheibe für euch, wenn ihr rechts rumgeht, kürzer ist, als wenn ihr links rumgeht. Und am Ende, wenn ihr den Kugeln ausweichen müsst, könnt ihr auch einfach entweder links oder rechts am Rand bleiben und dann seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite. Torhunger. Bei Torhunger ist es immer sehr wichtig, die Türen zu beachten, ob sie geschlossen sind oder zu. Meistens macht es sogar mehr Sinn, auf eine geschlossene Tür hinzulaufen, weil sie sich in dem Moment, wo ihr dann halt ankommt, wieder öffnet. In der Mitte der Map gibt es dann 4 kleine Türen, da würde ich euch immer empfehlen, die 2 mittleren zu nehmen, da die 2 äußeren sich nicht so oft öffnen. Und noch ein essentieller Tipp hier generell auf dieser Map ist einfach immer durch die Türen hechten, damit ihr irgendwie noch durchkommt, weil ihr mit dem Hecht einfach viel schneller seid, als wenn ihr so hüpft. Türen laufen. Bei Türlaufen ist es ganz nice, wenn ihr ein paar Spieler vorlässt, die dann für euch die Tür öffnen und ihr dann einfach hinterher zieht. Ansonsten würde ich hier auch einfach empfehlen, immer in die Tür reinzuhechten, besonders wenn ganz viele Spieler auf einem Fleck sind, damit ihr noch irgendwie durchkommt. Auch ganz am Ende ist es wichtig, dass ihr beim Abhang einfach runterhechtet, weil ihr beim Hecht einfach viel schneller aufsteht, als wenn ihr einfach so runterspringt. Zehenspitzen. Bei Zehenspitzen ist es so ähnlich wie bei Türlaufen. Hier macht es am meisten Sinn, einfach die anderen vorlaufen zu lassen, damit sie sozusagen den Weg für euch finden. Ihr könnt auch schauen, wo der richtige Weg ist, indem ihr andere Spieler greift und dann in die Richtung schubst. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr einfach nicht selber runterfallt. Am Ende macht es dann auch Sinn, auf die wackelnden Plattformen um einen herum zu achten, damit man dann selber einfach den Weg findet und einer der ersten in der Ziellinie ist. Schleimkraxler. Beim Schleimkraxler gibt es eigentlich nur 2 Tipps. Der erste ist, kennt die Abkürzungen. Ich spiele hier nämlich nicht nur gegen Spieler, sondern auch gegen die Zeit, da der Schleim halt die ganze Zeit aufsteigt. Deswegen ist es richtig wichtig, die Abkürzungen zu kennen und dann einfach einer der ersten in der Ziellinie zu sein. Der zweite Tipp ist einfach, dass ihr an manchen Stellen wirklich ruhig spielen müsst und Geduld haben müsst. Denn wenn ihr auf der Map einen kleinen Fehler macht und einfach irgendwie in den Schleim rutscht, dann spawnt ihr nicht wieder und seid einfach rausgeschieden. So, das waren jetzt alle meine Tipps und Tricks zu den Rennmaps. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass ich zu den anderen Modus, zum Beispiel Team oder Logik und was es da alles noch gibt, wenn ich da auch noch Videos machen soll, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und damit haut rein. Ciao, ciao.